Hallo, lassen Sie uns in diesem Video das Kapitel 2 zu World Wide Web abschließen. Ich möchte hier gerne mit Ihnen noch besprechen, ganz kurz ein paar Worte zu JavaScript allgemein und Angular als ein mögliches Beispielframework sagen. Das kann ein volles Tutorial nicht ersetzen, das ist ganz klar. Ich möchte noch auf eine weitere aktuelle Entwicklung eingehen, WebSockets, die nicht so bekannt ist, wie sie das verdient, und die sich lohnt, einmal ein paar Worte darüber zu verlieren. Und dann sind wir mit diesem Kapitel 2 auch am Ende und können später weitermachen. So, nochmal zurück. Wir hatten uns über Ajax unterhalten, als die Idee in asynchroner Art und Weise in einem eventbasierten Programmiermodell JavaScript im Browser auszuführen und dazu XML-Daten slash JSON, slash was immer Sie gerne hätten, auszutauschen. Das ist nicht der wesentliche Punkt. Nichtsdestotrotz ist das eine komplexe Programmieraufgabe. Eventbasierte Programmierung ist etwas, an das man sich gewöhnen muss. Das ist nicht das übliche Programmiermodell. Es kommen die funktionalen Aspekte dazu, dass man eigentlich hier Closures aufschreibt, mit denen man umgehen können muss. Also es ist, man muss nachdenken. Und das wird durch die Einführung von speziellen Frameworks gelindert, diese Aufgabe. Bevor wir das etwas konkreter anschauen, lassen Sie mich noch drei Worte sagen zu eventbasierter Programmierung in JavaScript. Also, Sie erinnern sich, die eventbasierte Programmierung, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass ein später zu einem unbekannten Zeitpunkt asynchron eintretendes Ereignis in einer geeigneten Weise auftreten kann. Das ist zum Beispiel die Antwort vom Server. Das ist aber auch eine Benutzerinterface-Interaktion, bei der Sie auch nicht wissen, wann das passieren wird, wann in welcher Situation Ihr Benutzer auf welchen Knopf drückt. Wir müssen dafür sorgen, dass ein solches Ereignis später eintreten kann. Und wenn es denn eintritt, brauchen wir eine Reaktionsmöglichkeit darauf. Das ist die Idee, mit diesem Ereignis einen Callback zu assoziieren, sodass beim Eintreten irgendeines Ereignisses eine Event Loop in der Lage ist, nachzuschauen, dieses Ereignis soll durch Ihren Callback mit diesen Parametern behandelt werden. Und wie gesagt, das ist zu einem unbekannten Zeitpunkt, wann dieser Callback ausgeführt werden wird, in dieser Event Loop in der Regel in dem eventbasierten Programmiermodell, nicht in eigenen Threads. Vorteil ist ein Effizienzvorteil. Sie sparen sich den Aufwand, Threads zu erzeugen und zu vernichten. Sie haben den Nachteil, dass die Benutzung mehrerer Cores nicht unbedingt unmittelbar einleuchtend ist, wie das in diesem Modell funktioniert. JavaScript macht uns diese Aufgabe vergleichsweise einfach, weil wir Callbacks als Funktionen, als Closures behandeln können. Und das ist in JavaScript relativ einfach, da es funktionale Programmieraspekte in dieser Sprache gibt. Man sagt ja, man behandelt Funktionen als First-Class-Citizens. Ich kann Funktionen ablegen, erzeugen, mit Referenzen darauf verweisen. Ich kann Referenzen auf Funktionen oder Closures in Variablen ablegen, mir sie also in einem Event merken, welche Funktion als Callback ausgeführt werden soll. Das macht die ganze Sache relativ einfach. Das sollten Sie aus Ihrer Programmierungsvorlesung, so Sie Python bei Kollegen Sommer oder mir gelernt haben, eigentlich wissen und können. Den Pseudocode einer Eventschleife haben wir uns schon angeschaut. Im vorherigen Video habe ich versucht, Ihnen das aufzuschreiben von Hand. Hier ist es nochmal aufgeschrieben. Solange das Programm, Ihr Browser, diese Seite anzeigt, solange dieses JavaScript läuft, warten wir auf ein Event. Wie gesagt, das ist die einzige Stelle, an der wir blockieren. Sobald ein Event eingetreten ist, versuchen wir für dieses Event den richtigen Callback zu finden. Das merken wir uns als F. F ist eine Referenz auf eine Funktion und diese Funktion rufen wir auf. Natürlich stehen da in einem richtigen Code jetzt hier noch Parameter dabei, die wir aus dem Event oder aus dem Event oder die wir aus dem eingetretenen Event entnommen haben. Sehr schön. Was würde bei jetzt sich das konkret zusammensetzen? Wie gesagt, Angular ist ein Beispiel davon, für diese Single-Page-artig strukturierten Anwendungen gedacht, erweiterte HTML um weitere Attribute,
Es ist stolz darauf, dass es Best Practices, Konventionen, Werkzeuge, eine Entwicklungsumgebung alles unter einem Hut verpackt. Das ist eng gekoppelt an diese Vorstellung von NPM, den Package Manager für JavaScript. Es gibt ihnen sehr konkrete Vorstellungen davon, wie sie ihre Files auf Verzeichnisse verteilen sollen, damit das alles funktioniert. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut, werden sie in Angular nicht in JavaScript, sondern in TypeScript programmieren, was dann durch einen Compiler von TypeScript nach JavaScript übersetzt wird, sodass der Browser tatsächlich JavaScript ausführt. Ich hatte hier beim Entwurf der Vorlesung zunächst Folien dazu, wie Angular jetzt funktioniert und wie wir das durchsprechen, aber ich muss zugeben, ich kann das nicht besser erklären, als es die Angular-Tutorials können. Da Sie ja ohnehin für Ihre Studienleistung eine Full-Stack-Anwendung schreiben sollen, würde ich Ihnen empfehlen, Tutorials dazu anzuschauen. Die erklären das besser, als ich das kann. Sie sind damit besser beraten. Sie müssen natürlich nicht Angular nehmen. Es gibt weitere Frontends, zwei weitere noch als kurze Beispiele. React, Component-basiert. Ich muss Ihnen die Werbefolien hierzu nicht vorlesen. Vue.js scheint im Moment recht viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, als ein sehr modular aufgebautes Framework, das sich nach eigener Aussage auch in existierende Anwendungen nach und nach einbauen lässt. Also dieses incrementally adoptable ist hier der Unique Selling Point. Genau, und dann gibt es noch reichlich weitere. Ich möchte mir hier überhaupt kein Urteil anmaßen. Schauen Sie sich an, was Ihnen gefällt, was zu Ihrer Anwendung passt, womit Sie sich wohlfühlen. Das sind nicht zu unterschätzende Aspekte bei der Auswahl eines solchen Frameworks. Sehr schön. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, wie gesagt, auf WebSockets. WebSockets adressieren, lösen, weiß ich nicht, adressieren ein Problem, über das wir uns bisher noch gar keine großen Gedanken gemacht haben. Nämlich, wo sitzt eigentlich die Initiative in einer Webanwendung? Bis jetzt sind wir davon ausgegangen und hatten die Vorstellung, der Browser hat die Initiative. Jede Aktion geht letztlich vom Browser aus. Der Benutzer klickt auf irgendetwas, ein Timeout passiert in einem JavaScript-Programm im Browser. Der Browser schickt Anfragen, der Server reagiert. Aber was ist, wenn der Server weiß, dass er eine Aktualisierung von Daten für den Browser hat? Denken Sie an Instant Messaging, webbasiertes Instant Messaging. Irgendjemand tippt eine Nachricht in einen Kommunikationskanal, in dem 20 Leute beteiligt sind. Der Server merkt das, dass er jetzt 19 Leute sinnvollerweise informieren sollte. Aber tut er das? Wie macht er das? Was merkt er sich darüber? Andere Beispiele, Presence-Applikationen, die Benachrichtigung darüber, dass jemand online ist oder verfügbar ist. Spiele, Online-Spiele, wie funktioniert das da? Muss gar nicht browserbasiert sein, funktioniert für allgemeine Client-Server-Systeme in genau der gleichen Argumentation. Was für Optionen bestehen denn jetzt, um das zu lösen? Naja, Sie könnten naiv erstmal Folgendes sich überlegen. Sie lassen die Initiative tatsächlich komplett beim Browser. Der Server bleibt vollständig passiv. Das würde aber bedeuten, weil Sie ja nicht wissen, dass irgendein anderer Browser jetzt irgendeine Nachricht eingetippt hat, Sie haben eigentlich nur die Option, jetzt periodisch vom Browser aus zu pollen, nachzufragen beim Server, gibt es eine Aktualisierung, gibt es einen neuen Zustand, weißt du etwas Neues? Sie schicken HTTP-Requests in periodischen Abständen, um dieses Polling durchzuführen. Ja, das ist natürlich problematisch. Welchen Abstand benutzen Sie denn? Wie ist das mit dem Overhead? HTTP hat hohen Overhead. Hier steht noch, dass Sie viele HTTP-Connections haben. Das ist sehr verkürzt. Lassen Sie mich das tatsächlich kurz skizzieren, was ich damit meine. HTTP-Connections ist natürlich Unsinn, nicht? Also wenn das zeigen Sie bitte niemandem, dass ich sowas auf einer Folie stehen habe. HTTP-Connections, das ist Nonsens. Es meint Folgendes. Es hat mit dem Zusammenhang HTTP und TCP zu tun.
Wie funktioniert das? Also die konventionelle Sicht wäre folgende. HTTP ist ja zustandslos, ne? HTTP ist ja zustandslos. Die konventionelle Sicht wäre zu sagen, Sie haben Ihren Webbrowser, HTTP. Sie haben Ihren TCP-Layer auf Client-Seite, Client-TCP und Server-TCP. Und Sie haben Ihren Webserver. Jetzt könnten Sie hier anfangen, einen Request zu schicken. Ein Request würde bedeuten, Sie wollen einen Request schicken, was dazu führt, dass TCP, lassen Sie mich die Farbe für TCP wechseln, was dazu führt, dass TCP jetzt sich erstmal am Kopf kratzen muss und rauskriegen muss, welcher Server gemeint ist. Das macht nicht TCP, das macht DNS. Dann brauchen Sie eine IP-Adresse und dann brauchen Sie eine TCP-Verbindung. Sie machen also erstmal ein TCP-Handshake. TCP hat ein Drei-Wege-Handshake, wie Sie aus einer Rechnernetzevorlesung wissen, und dann fangen Sie an, Daten auszutauschen. Und dann nehmen wir im einfachsten Fall an, dass hier tatsächlich jetzt der Request von TCP hier an Ihren Webserver gereicht werden kann. Und dann schicken Sie Ihre Reply zurück. Dann schicken Sie Ihre Reply zurück und übergeben das hier an Ihren Webbrowser. Und eigentlich ist diese Funktion ist jetzt die Interaktion beendet. Also machen wir jetzt noch die Verbindung zu. Das ist die Frage, von welcher Seite aus Sie das initiieren, das ist aber erstmal egal. Das hier wäre eine TCP-Connection. Was wird passieren? Ihr Browser will wahrscheinlich in absehbarer Zeit, kurz danach oder weil jetzt mehrere Objekte gebraucht werden, einen weiteren Request schicken. Zum Beispiel, weil er jetzt verstanden hat, dass in dieser HTML-Seite ein Bild referenziert wurde, das er noch laden soll. TCP wird natürlich wieder freudig eine Verbindung aufbauen, die Daten austauschen, Request Reply, Daten zurück, Verbindungsabbau. Nächste TCP-Connection beendet. TCP-Connection 1, TCP-Connection 2. Und so weiter. Sie ahnen, wie das weitergeht. Sie haben eine Menge an Overhead durch die wiederholten TCP-Aufbauten und Abbauten, TCP-Verbindungsaufbauten und Abbauten. Das ist natürlich nicht so schön. Mit HTTP 1.1 gab es die Vorstellung des Persistent, der Persistent Connection oder Persistent HTTP mit der folgenden Vorstellung. Haben wieder den Webbrowser. Sie haben Client TCP, Sie haben auf der Serverseite TCP und Sie haben Ihren Webserver. Und wenn Sie jetzt einen Request schicken, dann müssen Sie natürlich am Anfang erstmal den Verbindungsaufbau durchführen, die Daten zurückschicken, aber anders als bei naiver Realisierung von HTTP über TCP bleibt diese Verbindung zunächst mal bestehen, sodass Sie hier direkt wieder weitere Daten schicken können, ohne wiederholte Verbindungsauf- und Abbauten. Das mit den vielen Farben ist jetzt vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, aber Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Okay? Die Vorstellung von einer persistenten TCP-Verbindung, sodass Sie hier lediglich eine TCP-Connection haben. Das hat viele Vorteile. Das hat den Vorteil, dass Sie den Verbindungsauf-Abbau-Overhead nicht jedes Mal neu bezahlen müssen. Das hat auch den Vorteil, dass Sie typischerweise Ihr Congestion-Fenster weiter öffnen können und höhere Datenraten erzielen können. Also sehr, sehr nützlich. Hat aber möglicherweise den Nachteil, und wenn wir jetzt damit wieder auf die Folien zurückkommen, hat aber möglicherweise den Nachteil, dass Sie als Server möglicherweise viele Verbindungen, TCP-Verbindungen zu vielen Webclients aufrechterhalten müssen. Das ist mit Overhead für den Server verbunden. Sie brauchen Kernel Memory und so weiter. Das heißt, das ist, naja, für den Server. Und Polling ist ganz generell natürlich eine doofe Idee, nicht? Also, wenn Sie Polling irgendwie vermeiden können, ist das meistens schlau. Also, wir müssen das Übel an der Wurzel packen
Und wir müssen dafür sorgen, dass wir Initiative vom Browser auf den Server verlegen. Und dann haben wir tatsächlich plausiblerweise auch vielleicht den Preis bezahlt, die Verbindung aufrechtzuerhalten, diese TCP-HTTP-Verbindung aufrechtzuerhalten, weil jetzt der Server ja weiß, wie lange die gebraucht wird, Initiative hat und dann selbst senden kann. Sie können selbst als Server zum Browser etwas senden. Das ist die Idee hinter dem sogenannten WebSocket-Vorschlag, standardisiert in einem RFC und dem dazugehörigen API. Worüber muss man sich jetzt hier Gedanken machen? Naja, Sie müssen sich jetzt mit Proxys und Ports und Firewalls Gedanken machen. Das ist nicht so ganz trivial. Wer darf an wen eigentlich eine Verbindung öffnen? Wenn Sie da nachlesen wollen, können Sie mal nach dem Schlagwort Firewall Penetration Protocol googeln und werden ein paar interessante Sachen dazu finden. Hier ist die Vorstellung, naja, wir setzen das Ganze on top of HTTP auf. Das ist natürlich schräg. Ne? Eigentlich wollen wir hier eine Art Transportprotokoll bauen, was wir on top of HTTP als eines Applikationsprotokolls bauen, was on top of TCP als eines Transportprotokolls sitzt. Aber nun ja, das ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode. Für eine gewisse Zeit lang war Browser-Support für WebSockets nicht verbreitet oder sie konnten sich nicht darauf verlassen. Sie können das hier nachlesen, das ist eigentlich inzwischen erledigt, das finden Sie eigentlich in allen relevanten Browsern. CannerUse ist eine generell nützliche Webseite, um solche Features nachzuschauen, wie verbreitet sind die, was können Sie unterstellen, wovor müssen Sie gegebenenfalls vielleicht noch Abstand nehmen, weil es noch nicht allgemein verbreitet ist. So. WebSocket zerfällt in zwei Teile. Es ist zunächst mal Teil 1, Sie müssen einen Handshake durchführen. Die Vorstellung ist, Sie haben eine existierende Persistent TCP Connection, die ja eigentlich erstmal aus HTTP-Sicht unidirektional ist, ne? Vom Browser zum Client. Der Browser darf schicken, vom Browser zum Server. Der Browser darf Anfragen an den Server schicken. Das müssen Sie erstmal sich drüber klar werden, dass das jetzt auch bidirektional genutzt werden darf, dass also auch der Server von sich aus Eigeninitiativ Daten schicken darf. Dazu brauchen Sie einen Verhandlungsprozess, ein Handshake, in dem sich Server und Browser darauf einigen müssen, jawohl, wir können das. Das ist ein Challenge-Response-Verfahren, bei dem Sie Hash-Werte auf eine Challenge berechnen müssen. Das ist jetzt hier vielleicht erstmal nicht so interessant. Wenn Sie sich darüber einig sind, dass diese HTTP-Assoziation, das ist jetzt tatsächlich sowas wie eine Verbindung geworden. Sie haben Zustand in beiden Seiten angelegt und ausgehandelt. Wenn Sie das jetzt hier haben, dann können Sie auch Daten austauschen, indem Sie Datennachrichten da hinweg schicken. Das können Sie jetzt wieder in Frames zerteilen. Diese Frames können Typen haben, da können Sie textbinär Daten und so weiter. Sie können auch sozusagen Inband-Signaling für den WebSocket selbst hier austauschen. Wie sieht sowas aus? So ein Handshake würde erstmal vom Client ausgehen müssen. Nicht? Vorher dürfen wir noch nicht vom Server aus etwas schicken. Hier würde so eine Upgrade-Nachricht stehen. Es ist ein GET, es ist nach wie vor eine GET-Request, in der aber als Zusatzparameter eine Upgrade-Aufforderung für WebSocket drinsteht. Wir möchten zu einem WebSocket upgraden und der Server antwortet mit einem Switching Protocols Nachricht, indem er diesen Upgrade hier akzeptiert. Das ist die Protokollsicht, mit der werden Sie in aller Regel nichts zu tun haben. Das API an der Stelle ist spannender. Auch da haben Sie wieder die Vorstellung, wenn eine Nachricht ankommt, das ist ja ein Event jetzt vom Server, das ist ein Ereignis, dann brauchen Sie einen Callback dafür, nicht? Und jetzt haben Sie halt den Callback, ohne dass vorher irgendjemand den Callback angelegt hat. Das ist damit eine klitzekleine Verallgemeinerung. Das würde dann ungefähr so aussehen, Sie erzeugen sich einen solchen WebSocket zu irgendwo hin und fügen solche sogenannte Event Listener hinzu. Also Funktionen hier, Function, das ist wieder so eine Closure, eine Funktion, die aufgerufen werden soll, wenn Sie vom Server etwas bekommen haben, eine Nachricht. Ne, und dieses Ding schickt jetzt einfach Hello Server irgendwie an den Server zurück. Ist jetzt nicht besonders inspiriert, aber es soll ja auch nur die Idee illustrieren. So, und dann können Sie hier noch
solche Listens noch auf die Konsole irgendwas ausgeben. Ne? Es ist ebenfalls ein anderer Event-Listener, der andere Dinge hier tun soll, also der jetzt solche Messages hier verarbeiten soll. Das hier wäre Teil des Handshakes, wenn Ihr Server Ihnen einen Open schickt. Das hier ist, wenn er Ihnen eine Message schickt, also Teil des Datenaustausches. Okay, wenn Sie das jetzt hier auf der Client-Seite in JavaScript gebaut haben, dann brauchen Sie es auf der Server-Seite natürlich ein Pendant dazu. Irgendjemand muss das ja können und muss das ja verstehen. Wenn wir uns das wieder für unser Django-Beispiel anschauen, dann können Sie natürlich auch hier wieder auf dem Django Web Framework entsprechende Unterstützung erwarten. Das heißt dann WebSockets in Django, heißen Django Channels. Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Dieses Konzept ist eigentlich ein synchrones Konzept, aber naja. Auch dazu gibt es gute Tutorials, um das anzuschauen. Auch das ist besser, als was ich Ihnen hier erzählen kann. Hier sind noch so ein paar Folien dazu, aber ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Wenn Sie das sich anschauen wollen, müssen Sie sich sowieso vor den Rechner setzen und das ausprobieren. So, damit sind wir am Ende von Kapitel 2 angekommen. Lassen Sie mich das nochmal zusammenfassen. Wir haben HTTP als ein relativ simples Request-Reply-Protokoll kennengelernt, an sich zustandslos, kann über diese Erweiterung zu Persistent HTTP auf einer durchgehenden TCP-Verbindung und WebSockets durchaus etwas Zustand erlangen. Nichtsdestotrotz sind die Entwürfe, die Sie oben drüber setzen, in der Regel zustandslos. Wenn Sie trotzdem in zustandslosen mit hoher Latenz versehenen Situationen schöne Interaktivität haben wollen, dann brauchen Sie etwas, das entweder multithreaded ist oder das dieses Event-Based-Programmiermodell unterstützt auf Klientenseite. Auf Serverseite brauchen Sie ebenfalls ein vernünftiges Entwicklungskonzept. Und da ist die Überlegung, die treibende Überlegung ist zu sagen, wir müssen auseinanderhalten, was passiert oft, was passiert selten. Dinge, die oft passieren, sind nicht anwendungsspezifisch in aller Regel. Deswegen können wir dafür hochoptimierte Webserver benutzen. Für die anwendungsspezifischen, vergleichsweise selten passierenden Dinge können wir eher etwas weniger auf Effizienz, dafür auf angenehme Programmierbarkeit ausgelegte Webframeworks benutzen. Und wenn Sie das alles zusammen haben, wenn Sie diese ganze Kompetenz zusammen haben, dann sind Sie ein Full-Stack-Entwickler und können mit aktuellem Tool-Support und aktuellem Tooling eigentlich auch mit akzeptablem Aufwand interaktive Web-Anwendungen entwickeln, ausrollen, deployen, betreiben. Vieles davon, was wir hier gesagt haben, ist auch unabhängig von Webbrowsern. Vieles verallgemeinert sich zu einer web-inspirierten Interaktion zwischen Klienten und Servern im allgemeinen Sinne. Das werden wir uns unter dem Schlagwort REST in einem späteren Kapitel nochmal anschauen. Damit sind wir aber dennoch erstmal am Ende von Kapitel 2 angelangt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video zum nächsten Kapitel. Danke fürs Zuhören.